Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Happy Wheels, der Unfallsimulator. Tachchen Asenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Happy Wheels. Es geht weiter mit Schmackes. Wir gehen da wirklich mit Mods-Geschwindigkeit drüber, dann habe ich vielleicht eine Chance, wenn ich einfach direkt drüber fliege. Ah, kacke, das habe ich ja völlig vergessen. Scheiße. Da kommt man jetzt wieder nicht mehr raus, ne? Kämpf, du faules Stück Scheiße, kämpf dich los! Okay, soviel zu dem Thema. Also, okay, ab hier wird es dann doch interessanter. Das Level hier, das ist ein bisschen spannender bereits. Jetzt machen wir es doch mal lieber erstmal wieder vorsichtig. Ja, leck mich. Dein Bein, du spürst die Beine gar nicht. Denk dran. Du kannst gar nicht... Oh, mein Legs. Prügeln. Nein. Brüllen, wollte ich sagen. So, komm her. Scheiße, das funktioniert nicht so. Aber so geht's auch. Alles bestens. Komm, drüber. Drüber. Zack. So. Minecraft. Ja, ja. Komm. Verstehe ich den Gag erst, ehrlich gesagt, gerade eben. Ah. So, und jetzt kommt die Mods-Geschwindigkeit und dann schauen wir mal, ob wir das schaffen, wenn wir einfach durchrasen. Kacke. So. Stopp, stopp, nicht so weit. Oh, ich bin so geil, ey. Ich glaube, ich muss mir gerade mal mir selber einen auf mich rubbeln. Ja, okay. Das war Harald Frohzelt. Wir gehen zurück ins Menü und wir suchen ein neues Levelchen und zwar jetzt kommt angeblich schon was Schwierigeres. Da wurde eingestuft, Moment, ich muss erstmal Happy eingeben. Happy! Oh Gott, wie finde ich das denn? Es gibt viele mit Happy, sehe ich gerade. Happy Frenkels, den habe ich gesucht. Okay, auch wieder ein erster Level. Und zwar ist der eingestuft worden von meinem Tester Johannes mit 8, von Marvin mit einem 5 bis 6 und von Michael mit einem 7. Also das könnte schon kniffliger werden jetzt. Also immer schön dran denken, gell? Levels schicken, die speziell für mich gebaut wurden und direkt Link mitschicken, damit ich weiß, wie ich das am im Zweifel suchen soll. Hallo Harald und wer auch immer sonst noch so sich in dieses Level verirrt, herzlich willkommen bei meinem ersten Level. Es gilt hier einige Tokens einzusammeln. Tokens, das sind Geldmünzen, ne? Oder auch Goldmünzen, oder? Ja. Und sein Happy Wheels können zu beweisen. Ja, das war klar. Guten Flug. Ach Gott, 20 Münzen? Du kannst mich am Arsch lecken, ey. Ein Token. Und dann kommen die Liebeskugeln. Mal gucken, erstmal abchecken hier. Sind da mehrere, ne? Liebeskugeln. Scheiße. Habe ich gedacht, ich könnte mich ein bisschen unten durchmogeln. Habe ich falsch gedacht. So. So, was? Man könnte natürlich auch direkt drüber fliegen. Das probiere ich jetzt auch gerade mal. Vielleicht ist das leichter. Ja, alles gut noch. Ich habe nur die Beine abgeworfen. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wo ich bin. Ich fliege einfach mal irgendwo hin. Lalala. Fast hätte es geklappt. Scheiße. Nochmal. Ach komm, Opa. Was müsst ihr denn da so eine Stufe einbauen? Ihr wisst doch, dass das nicht rollstuhlgerecht ist. Ihr seid echt Schweine. Mann, ey, habt doch mal ein Herz für Behinderte hier. Na, ist doch wahr, ey. Ringhals. Ach komm. Komm, ja. Okidoki. Ah. Ah. Oh nee, oh nee, oh guck, ach scheiße. Guck mal an hier, mein Rad ist kaputt. Aber es geht noch. Schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Räder werden eh überschätzt an Rollstühlen. So, was haben wir denn hier? Nach unten heißt was? Ach so. Dass du das mit deinem Nusshörnchen-Syndrom geschafft hast, erstaunt mich. Herzlichen Glückwunsch. Ja, komm. Moment, ich muss mal zurück, rückwärts fahren, oder? Nee, muss ich nicht. Ich muss hier weiter. Familie Frenkel beim Essen. Alles klar. Links die Mone und der Luke. Frau und Sohn. Des Harrys seine Zwillinge. Beziehungsweise Sechslinge. Ja, ich hätte mich schon beschwert jetzt. Ist das ein Rollstuhl oder ist das ein Rollstuhl? Das ist ein sogenannter Rutschstuhl. Ja, Bällebad. Da fliegen wir mal drüber, würde ich sagen. Komm. Scheiß auf Bällebad. Kacke, hab ich nicht geschafft, aber macht nichts, ist nichts passiert. So, das müssten wir erstmal nachmachen hier, ohne Rollstuhl, mit dem Rollstuhlfahrer. Weil das ist ja wohl kein Rollstuhl mehr. Oh, jetzt wird's gefährlich.
Müssen wir da mal ganz gepflegt drüber. Scheiße, das war kacke. Nein! Oh, ich war so weit schon. Naja. Warum beschwere ich mich die ganze Zeit? Die anderen Levels, die ich gerade zuletzt gespielt habe, waren alle viel zu simpel, Bimpel. Ah. Ja, ich habe da keine Lust, das irgendwie so abzupassen. Ich mache das per Zufall. Das reicht mir. Komm weiter. Komm her, du! Los! Ja, jetzt. Zack! Verdammt! Okay, ich versuch's dann doch wieder mit dem Drüberfliegen, oder? Es scheint mir einfacher zu sein, als sich da durchzumogeln. Durch zwei gebrauchte, wahrscheinlich noch feuchte Liebeskugeln. Frenkel, denk einfach an eine grüne Wiese. Ja, so ist das gut, hervorragend. Super, das sind wir drüber, ne? Oder? 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 Scheiße! Kacke! Verdammt, ich dachte, ich wäre drüber. Ach, Mann. Scheiß Kugelkacke hier. Stopp. Flieg doch mal ordentlich da drüber, alter Sack. Das wirst du doch wohl schaffen. Aber jetzt hat er sich wieder einen Kick geben lassen hier. Jetzt lande ich wahrscheinlich wieder genau unten drunter. Oder? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Huch. Auch das hat nicht funktioniert. Verdammte Axt. So, nochmal. Komm, erstmal noch ein Stück davor. Weil man weiß ja nicht, vielleicht brauche ich ja wirklich alle 20 Münzen. Könnte ja sein. So, jetzt. Das war gut. Stopp. Kacke. Was stand da überhaupt? Moment. Soweit war ich schon mal und hab's gar nicht gesehen. Ah! Auch das hast du also locker geschafft. Was glaubst du? Halten sie oder nicht? Ich würde sagen, die halten. Arschloch! Kacke, weg. So, weiter. Stopp. So, oben drüber gehüpft, das ist nicht gut. Diesmal bin ich sogar so weit, dass ich zwei Münzen mehr erwischt habe durch Zufall jetzt, weil ich ganz so weit drüber geflogen bin. So, was ist denn eigentlich, wenn ich da drüber fliege? Oh, das sind Minen. Habt ihr das gesehen? Ganz viele Lenkminen. Ganz, ganz schlimm. So, aber das brauche ich nicht. Das habe ich jetzt geschickt umgangen. Ja, das kennen wir alles schon. Scheiß Bällebad, braucht kein Mensch. Muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder mit dem Kopf da unten reinfall. Komm jetzt, flieg! Ah, komm, Alter! Das gibt's doch nicht, ey! Habt ihr gesehen? Fallrückzieher. Das habe ich absichtlich gemacht. Ich möchte euch schon mal einstimmen auf die Fußball-WM. Die Rollstuhl-Fußball-WM, so. Da gab's mal was ganz Fieses, das muss ich euch gerade mal erzählen. Es gab ein Spiel in den 80ern, International Soccer, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, war eins meiner Lieblingsspiele, also ein richtig geiles Fußballspiel, das FIFA der 80er Jahre quasi. Und, stopp. Und da gab's dann Modder, auch damals schon, die haben das dann modifiziert und dann war das Rollstuhlfußball. Da konnte man dann das ganze Spiel mit Rollstuhlfahrern machen. Das sollte mal jemand mit FIFA machen, das war sehr lustig. So, was haben wir hier? So, während Luke Fußball spielt und auf die Fresse fliegt. Ach komm. Ach nee. Das könnt ihr vergessen, ey. Da fliege ich jetzt mal. Versuche ich oben drüber zu kommen. Ah! Scheiße! Ah! Ah! Der ist gar nicht aufgespießt, seht ihr das? Der hat sich nur festgebissen. Der lebt noch! Der alte Holzmichel! Scheiße. Okay, also ab jetzt, die ersten Levels waren nur zum Warmmachen. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Da bin ich mal froh, dass jetzt ein bisschen komplizierter wird hier. Komm. Nochmal drüber, drüber. Ich wollte jetzt über diese scheiß Stacheln genau drüber fliegen, aber das ist mir nicht geglückt. So. Hoch. Oh, Kacke. Mensch! Warum setzt du auch keinen Helm auf, der blöde Frenkel? So, nochmal. Gut, also, das hier wird jetzt ein bisschen länger dauern. Ich bleibe jetzt leider wieder an der nächsten Stelle wahrscheinlich hängen. Erstmal da drüber, ne? Das ist schon mal das Wichtigste. So, das müsste jetzt gewesen sein, oder? Nein! Ah! Scheiße! Ah. So, so langsam wird's lästig. Komm! Ich habe ja für ein Level mal, ich glaube, sechs Folgen gebraucht. 6 mal 15 Minuten. Und weil der so unfair war und so schwierig, dass man den kaum schaffen konnte, nur durch Glück. Und irgendwann habe ich ihn dann geschafft.
Das möchte ich aber künftig verhindern, weil das den Leuten, den Zuschauern natürlich langweilig wird. Und deswegen habe ich meine Level-Tester und die checken das jetzt immer alles, ne? So, Moment, wir müssen nochmal zurück. Haben wir gelernt. Da hinten sind noch zwei Tokens. Komm, fahr weiter. Alter Mann, fahr weiter. Jetzt kommt, das schaffst du doch gerade noch. So. Ab geht's wieder. Zack. Und vorsichtig, Herr Frenkel, ne? Sie vergessen immer ganz gerne, wenn Sie dann auf dem Weg sind, was da schon war. Alzheimer und Demenz bedingt. Okay, das war gut. Stopp. Stopp! So ist das halt. Hä? Warum kann ich den jetzt nicht aufnehmen? Muss ich mit dem Hinterkopf aufnehmen, ne? Ist klar. Vorsicht. Bällebad. Scheiß drauf. So. Jetzt wird's wieder kniffliger. Zack! Yeah, baby! Mann, habe ich das mittlerweile drauf. So. Jetzt kommt wieder die blöde Stelle, glaube ich, ne? So, Luke, komm. Geh mal spielen. Aber nicht hier, sondern... scheiße, jetzt bin ich drüber gefahren. Über meinen Sohn drüber gefahren. Naja, er lebt noch. Ihr seht's ja. Das war einfach nur eine Rückmassage. So, jetzt sind wir da drauf. Das ist auf jeden Fall nicht blöd, glaube ich. Jetzt weiß ich nur nicht, wie es weitergeht da. Wunderbar. Scheiße, Mine! So, Achtung, böse Mine, behalte trotzdem eine gute Mine. Was steht hier? Einmal durchfliegen, bitte. Ja, sorry, habe ich nicht gesehen. So, fliegen ist angesagt, ne? Stopp, stopp, stopp. So, was haben wir jetzt da? Muss ich runter oder rüber? Das ist wieder die Frage. Gehen wir erstmal rüber. Drehen wir das Ding richtig, damit wir im Ernstfall Gas geben können. Hallo? Okay, das ist mir zu riskant. Da weiß ich nicht, wo es weitergeht. Also fahren wir dann doch da hinten runter. Wenn das jetzt eine Verarsche ist, ja, wenn das da runtergeht und ich tot bin, dann bringe ich ihn um, den blöden Penner. Moment, wer hat denn den Level überhaupt gemacht? Madness-Fan, genau. Harpune! Hm. Gut, da muss ich Bobo zeigen. Ach so. Vorsichtig. Langsam vorantasten. Antäuschen. Komm. Put, 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 put. Komm. Komm. Schieß doch. Feigling. Prallt ab. Ich bin, X-Man. Ich bin ein X-Man, der im Rollstuhl. Wie ist er nochmal? Xavier, ja, Professor irgendwie? Ich hab's vergessen, aber so ähnlich, glaube ich. Ich kann magnetisch, ach nee, das war Magneto. Das war wieder ein anderer. Vergesst das. Stopp. Scheiße, da kommen noch mehr. Nein! Dreck! Ja, ist alles gut. Ich bin voll entspannt. Ich bin gar nicht sehr wütend. Oder so. Nö. Ich doch nicht! So, fliegen. Die Nachbarn denken gerade wieder, ich werde gleich eingeliefert. Ach, scheiße. Ach, kacke. Zurück, komm. Flieg doch einfach über diese scheiß Kugel drüber hier. Das kann doch nicht wahr sein. So ist fein. Drüber. Stopp. Muss ich da wieder... Ich weiß nicht, ob ich die Münzen alle brauche, aber es wäre blöd, wenn ich jetzt am Ende alle Münzen brauche und ich habe nicht alle eingesammelt, ne? Habe ich jetzt wieder irgendwelche überflogen eigentlich? Ah, leck mich am Arsch. Ich nehme halt die da noch mit, da die zwei. So. Blöder Kack hier, echt. So ein Arschloch. Ah! Schon wieder. Schön mit dem Mund aufnehmen. Mir fällt ein, ich habe gar keine Beine gerade. Wo habe ich die denn gelassen? Naja. So, runter. Ach, Kackscheißmann! Blöder Mist hier. Los, weiter. Weiter! Los! Du blöder Penner! Ob's mich angöckt gerade? Ob's mich sowas von angöckt? Zack, jetzt haben wir's. So, jetzt haben wir diese blöden Kugeln. Versuchen wir drüber zu fliegen. So ist gut, so ist gut, so ist gut. Das müsste reichen, hoffe ich, denke ich, glaube ich, meine ich. Okay, jetzt habe ich schon gedacht, ich breche mir wieder den Hals bei der Aktion. So, und... Schön rückwärts fahren.
Ja. Ich kann nichts dafür, wenn der das so beschissen gebaut hat, das Level hier. Da muss ich halt einfach das abgrasen. So, weiter geht's. Und da geht's gleich wieder runter. Ah, ich sehe gerade, wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr lasst mir einen Daumen hoch da und kommt das nächste Mal wieder, wenn es dann weitergeht mit Happy Wheels. Danke fürs Zuschauen und bye bye.